Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar geht es heute um gesundes Naschen. Und zwar sind das gesunde Schokokugeln ohne raffinierten Zucker und wenig Zutaten. Und mir war es ganz wichtig mit dem Rezept, weil gerade jetzt ist es so, man kann jetzt nicht so häufig einkaufen. Also man muss ja schauen, das Einkaufen wird ja momentan immer schwieriger, weil es relativ voll ist. Ich habe Probleme mit der Maske einkaufen zu gehen, weil ich kriege da schlecht Luft. Deshalb gucke ich immer, dass ich nur so wenig wie möglich einkaufen gehe und die Sachen halt immer parat habe. Und das ist jetzt was Süßes und ich kenne das. Man hat auf einmal Hunger auf was Süßes. Man soll ja nicht grundsätzlich auf Süßigkeiten verzichten. Ich finde es immer nur wichtig, dass man es nicht unbedingt immer zu Hause hat, weil ich bin so einer, wenn ich was habe, dann gehe ich auch dran. Deshalb habe ich kaum Süßigkeiten zu Hause, aber ich habe immer ein paar Bestandteile hier und aus denen kann man ganz gut und ganz tolle und ganz gesunde Süßigkeiten machen. Gerade wenn man jetzt mal Besuch bekommt und jetzt die Enkel von Heiner kommen und so, ne, die auch Oma zu mir sagen, da will ich ja auch was haben für die und dann fände ich das toll, wenn ich ihnen was Süßes geben kann, aber es jetzt nicht unbedingt die Schokolade ist oder irgendwas, was ich gekauft habe oder gekaufte Kekse. Das heißt, gesunde Süßigkeiten zum Snacken. Und was ganz toll ist an den Sachen ist, also an den Kugeln wollte ich jetzt gerade sagen, ist, dass die schmecken wirklich unheimlich gut und die machen halt auch satt. Also ich kenne das von mir, wenn ich mal anfange mit der Schokolade oder wenn ich mal anfange mit dem Paket Nüsse, dann ist es meistens immer erst vorbei, wenn das leer ist. Ja, und da ist es so, da ich da einige Sachen noch mit reingemacht habe, wie zum Beispiel Datteln und so, das hat also das sättigt unheimlich und nach zwei, also ich kann zwei Kugeln davon essen, aber dann bin ich pappesatt und will auch den ganzen keine Süßigkeiten mehr haben. Deshalb heute hier meine gesunden Schokokugeln. So, dann kommen wir einmal zu den Zutaten und das, ihr seht, es ist nicht sehr viel und ich habe das immer irgendwie im Haus. Ja, also Kokosöl habe ich immer da, Kakaopulver. Agavendicksaft habe ich immer dabei, also im Haushalt. Und Haselnüsse bin ich mit groß geworden, Datteln auch. Also das sind die Sachen, die ich immer irgendwie zu Hause habe. Und dann gibt es zu den Sachen, die zusätzlich sind, die aber variabel sind, die ihr ändern könnt. Und zwar habe ich hier einmal genommen, um die Kugeln hinterher da rein zu wälzen, Zimt, Kokos, Kokos werde ich noch ganz klein raspeln und Mandel, ganz klein und fein gemahlen. Das sind die Zutaten und jetzt geht's los. So, jetzt ist das Kokosöl geschmolzen. Jetzt nehmen wir eine große Schüssel. Dann machen wir jetzt hier unseren Kakao rein, Kakaopulver. Dann gemahlene Haselnüsse und Datteln, die ich ganz klein gemacht habe, auch noch da rein. Einmal schön vermengen. So, dass einmal alles noch mal schön durch ist. Vermengt alle Bestandteile zusammen. Man sieht so ein bisschen, Flüssigkeit ist halt schon durch die Datteln da. Kleine Krümel entstehen. So, jetzt haben wir ja noch unser Agavendicksaft und unser Kokosöl. Und das kommt jetzt gemeinsam da rein. Erst unser Agavendicksaft rein. Und dann können wir eigentlich sofort schon das geschmolzene Kokosöl nehmen und auch rein. So, das war es eigentlich schon. Jetzt nochmal schön vermengen. Und dann kommt das schon für ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde, kommt drauf an, wie kalt euer Kühlschrank ist, in den Kühlschrank. So. Und dann wird es ein bisschen härter, weil das Kokosöl ja ein bisschen aushärtet. Und daraus können wir dann unsere Kugeln machen. Und die Kugeln werden dann zum Schluss noch in Zimt gerollt oder in Mandeln, fein gehackte Mandeln oder was wir eben auch haben, ist Kokosraspeln. So. So, das reicht jetzt. Das kann jetzt genau so in den Kühlschrank.
Jetzt sind 10 Minuten Vorgang und jetzt haben wir hier schon ein bisschen härter. Und jetzt habe ich als Hilfe hier einen Eisportionierer, damit wir alles die gleichen Größe haben. Das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal hin und portionieren alles. Und dann kann man sie nämlich hinterher schön rundrollen. Also haben wir halt immer so ungefähr die gleiche Größe. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auch einen kleinen Teelöffel nehmen und schön portionieren. Da könnt ihr auch selber nach Belieben gucken, wie groß ihr die haben wollt. Wenn ihr natürlich ganz große macht, dann isst man halt nur eins davon, macht ihr mehrere kleine. So. Ein Tipp, wenn es noch zu weich ist, könnt ihr es noch mal in den Kühlschrank legen. So. So, man sieht, die sind ab, ja, so halbwegs gleich groß. Und jetzt ziehe ich mir Handschuhe an, weil es ist eine ordentliche Sauerei. Und dann werden sie zu runden Kugeln gemacht und dann kann man sie schön ummanteln mit Kokos, Nüssen oder mit Zimt. Jetzt einzeln nehmen. Ich habe mir Handschuhe angezogen, weil ich es so sauberer finde. Ich könnte es aber auch ohne machen. So, und dann kleine Kügelchen formen. Ein Tipp von mir, wenn sie dann doch noch wieder zu weich geworden sind, kann man sie ruhig noch mal kurz in den Kühlschrank machen, dann sind sie etwas härter. Aber sie dürfen nicht ganz so hart sein, bevor wir sie da rein machen, also in Zimt oder in Kokos, weil sie müssen ja auch ein bisschen feucht sein, damit sie die Sachen aufnehmen. So, jetzt haben wir fast alle fertig. Und ihr seht, es ist natürlich eine gute, ein bisschen Schweinerei hier, ne? Ja. Aber ihr seht auch, wie schnell man ganz tolle Sachen machen kann. Und entweder macht man sie kleiner, dann hat man halt zwischendurch für einen Kaffee vielleicht mal ein, wenn man möchte. Oder wenn man ein großes Essen macht und den Leuten einen Nachtisch machen möchte, dann kann man schauen, dass man das etwas größer macht und dann bekommt halt jeder einen nur zum Nachtisch. So, das waren jetzt die Kugeln. Und jetzt werden sie nochmal ummantelt. Das sind sie jetzt nochmal aus dem Kühlschrank. Das heißt, die waren gerade unheimlich weich. Deshalb habe ich die jetzt nochmal schön in den Kühlschrank gemacht. Die sind jetzt ein bisschen härter. Ich habe mir Handschuhe angezogen, weil es dann nicht ganz so eine Sauerei ist. So, und jetzt könnt ihr die nehmen. Ja. So ein bisschen wie Knete. Ja, könnt ihr nochmal hier schön rund machen. So, und dann könnt ihr einfach jetzt hier in Kokos, das ist jetzt Kokos, schön nochmal hier, und da ist unser erster. Dann nehmen wir den zweiten, dann können wir das nämlich immer wechseln, auch nochmal rund machen, schön, hier, und mal den den Mandeln sind das, Mandeln, sehr schön, schön dick. So, dann habt ihr schon das zweite. Und jetzt kommt die dritte Kugel. Auch nochmal schön rollen. So, sehen wirklich toll aus, ne? So, und in Zimt. Und das immer abwechselnd. Oder ihr macht erst nur Zimt, bis kein Zimt mehr da ist. So, und dann habt ihr eure Kugeln. Das war es jetzt mit den Kugeln. Und zwar hier seht ihr einmal Kugeln mit Kokos, mit Zimt und da einmal mit gemahlenen Haselnüssen. So, ich wünsche euch einen guten Appetit. Die schmecken wirklich lecker. Ich beiße da jetzt mal nicht rein, weil ich habe den nämlich gestern auch schon gemacht. Ich habe den nämlich vorher noch mal getestet. Und der Heiner hat die aufgegessen und fand die super lecker. So, mein Tipp, macht euch eine Portion mehr.
in den Kühlschrank, schön vielleicht in eine Box und die halten sich gut und schmecken wirklich lecker. Ich wünsche euch jetzt einen guten Appetit und wenn ihr denkt, boah, das ist jetzt eine Süßigkeit, die ist super lecker und die will ich gern, dass meine Freundin vielleicht auch das Rezept hat, weil da gehe ich ja öfter hin und es wäre toll, wenn sie die macht, dann würde ich mich freuen, wenn er dieses Video einfach teilt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und besonders einen guten Appetit.